Das Yamaha AG03 und das AG06 sind quasi seit dem Release meine Go-To-Audio-Interfaces. Hervorragender cleaner Sound fürs Recording, egal ob Musik oder Stimme, ordentlich Power, auch für schwierigere Mikros und ein paar nette Features für Live-Anwendungen. Seit einiger Zeit gibt es nun mit den MK2-Varianten Neuauflagen der beiden Interfaces. Was sich hier genau getan hat, das erfahrt ihr wie immer hier. Hinsichtlich des Lieferumfangs gibt es erstmal nichts wirklich Neues. Die Interfaces kommen schlicht mit einem 1,5 Meter langen USB-Kabel daher. Außerdem auch wieder mit dabei ist eine Software-Dreingabe. Um direkt loslegen zu können, erhaltet ihr die DAW Cubase AI, Wavelab Cast, Cubases LE und Rack & Share. Also eine durchaus anständige Auswahl für den Start. Was bei diesen Geräten aber direkt auffällt, ist die neue Farboption. Die Interfaces sind nach wie vor in Weiß zu haben. Jetzt aber auch neu, alternativ in Schwarz. Aber auch sonst gibt es kleine optische Anpassungen. So ist das Design ein klein wenig rundlicher geworden. Das spiegelt sich vor allem bei den Knöpfen wider. Abseits dessen ist die Verarbeitungsqualität nach wie vor absolut hochwertig. Die Geräte haben eine Ober- und Unterseite aus Metall, während die Seitenteile hingegen aus Kunststoff bestehen. Eine technische Neuerung findet sich an der Rückseite. Während bei den Vorgängern ein USB-B-Anschluss für die Verbindung mit dem Host-System und ein Micro-USB-B-Anschluss für die optionale Stromversorgung bereitstand, gibt es nun für beides je einen USB-C-Anschluss. Aber auch hier gilt wieder, der Stromanschluss ist nur dann erforderlich, wenn euer gewähltes Host-System, wie zum Beispiel manche Tablets oder Smartphones, zu schwach sind. Ein iPad benötigt diesen zum Beispiel nicht. Insgesamt wurde hier auch wieder viel Wert auf Kompatibilität gelegt. Die Interfaces sind sowohl mit Windows, Mac, Android als auch iOS-Systemen kompatibel. Nur Konsolen bleiben wieder außen vor. Schauen wir uns damit nun einfach mal die Oberseiten an. Und zwar zunächst die des AG03. Dazu habe ich auch passend den Vorgänger als Anschauungs- und Vergleichsobjekt da. Und wie man sieht, ist der grundlegende Aufbau gleich geblieben. Kanal 1 ist für das Mikrofon bzw. alternativ ein Mono-Line-Signal zuständig. Entsprechend gibt es hier oben einen Kombi-Klinkenanschluss für XLR und große Klinkenstecker. Wie auch beim Vorgänger ist dieses Mischpult aber auch für Headsets geeignet. Schließt ihr ein solches in der Headset-Sektion an, wird dessen Mikrofonsignal ebenfalls über Kanal 1 geregelt und bietet dabei den gleichen Funktionsumfang. Direkt darunter befindet sich ein Knopf für die Phantomspeisung. Die ist relevant, wenn ihr zum Beispiel Kondensatormikrofone damit betreiben wollt. Dabei stehen euch die vollen 48 Volt zur Verfügung. Daneben befindet sich ein weiterer Knopf, der hier aber etwas umgetauft wurde. Dem Aufdruck nach schaltet er zwischen einem Mikrofon und einem Line-Signal um. Effektiv ist das hier aber nach wie vor ein Patch-Schalter. Wie auch schon beim Vorgänger kann hiermit das Signal um 26 Dezibel abgesenkt werden. Das kann nicht nur bei pegelstarken Line-Signalen erforderlich sein, sondern auch durchaus, wenn ihr zum Beispiel besonders laute Tonquellen aufnehmt. Insofern finde ich den neuen Aufdruck nicht ganz so glücklich, ändert jedoch nichts an der praktischen Funktion. Etwas weiter unten befindet sich alles weitere, was zum ersten Kanal gehört. Zunächst zwei Kontroll-LEDs. Die linke informiert euch, wenn die Phantomspeisung aktiv ist, die rechte warnt euch dagegen, wenn ihr übersteuert. Als nächstes gibt es hier den Gain-Regler des Kanals, also die Verstärkung für euer Eingangssignal, sowie ein ausladender Fader auf der linken Seite, um die Lautstärke des Kanals im Mix zu regeln. Diesen gibt es exklusiv beim AG03. Das AG06 dagegen setzt aus Platzgründen auf einen Drehregler. Außerdem gehören zu diesem Kanal noch diese drei kleinen Taster. Der obere aktiviert den integrierten Kompressor und Equalizer. Mit dieser Kombi lässt sich der Klang nochmal deutlich aufwerten. Der mittlere aktiviert den Hall-Effekt. Und letzterer schaltet den Kanal schlicht stumm. Erstere beiden gab es schon beim Vorgänger. Die zugehörigen Effekte lassen sich per Software anpassen. Das schauen wir uns aber gleich noch näher an. Der Mute-Button hingegen ist eine der Neuerungen. Der nächste Kanal ist mit dem Vorgänger quasi identisch geblieben. Ihr habt die Wahl, ob ihr den Instrumenteneingang nutzen wollt, extra gedacht für hochohmige Signale von zum Beispiel Gitarren, oder ein Line-Signal, das wahlweise Mono oder Stereo angeliefert werden kann. Dafür sind die rechten beiden Klinkeneingänge gedacht. Mit dem kleinen Schalter hier habt ihr die Wahl, welcher Eingang verwendet werden soll. Der direkt darunter ist eine rudimentäre Gain-Steuerung, der entweder für eine hohe oder eine niedrige Verstärkung sorgt. Zur Lautstärkesteuerung dient der Drehregler hier unten. Auch wieder mit dabei ist der virtuelle Kanal für euer Host-System. Sobald ihr das Interface anschließt, meldet es sich als Wiedergabegerät. Alles, was ihr darüber abspielt, landet in diesem Kanal und lässt sich lautstärkemäßig mit diesem Drehregler steuern. Damit kommen wir auch schon zum Ausgabepart. Hier wird es wieder recht spannend. Die kleinen LEDs hier rechts geben euch zunächst Auskunft über das aktuelle Signal und warnen euch, falls der Gesamtmix übersteuert. Oben drüber sind die Ausgabeanschlüsse. Dabei stehen euch für externe Boxen Cinch und zwei 6,3 mm Klinken zur Verfügung. Beide werden mit dem oberen der beiden Monitorregler gesteuert. Der große Kopfhörerausgang sowie der kleine in der Headset-Sektion werden über den unteren Regler eingestellt.
Dabei hört ihr zunächst erstmal alles, was am Mixer angeschlossen ist. Der kleine Knopf über der Monitoring-Sektion erlaubt es euch, Kanal 1 und den Gitarrenkanal stumm zu schalten. Das gilt dann für das gesamte Monitoring, also Kopfhörer und Boxen. Allerdings gibt es auch noch den eigentlichen Gesamtmix. Der wird zum einen über USB an euer Hostsystem gesendet, zum anderen aber auch als Monomix an den AUX-Anschluss. Was darin zu hören ist, wird über den Streaming-Out-Regler eingestellt. Und hier gibt es drei Optionen. Die Einstellung Dry Channel 1.2 bzw. 1.2G sorgt dafür, dass das rohe Signal von Kanal 1 und dem Instrumentenanschluss an den PC geleitet wird, jeweils aufgeteilt auf den linken und den rechten Kanal. Roh heißt in dem Fall, dass die Einstellung des Lautstärkeregler und die Effekteinstellung nicht berücksichtigt werden, sprich der Ton wird direkt nach dem Preamp abgegriffen. Das hat aber keinen Einfluss auf den Monitoring-Mix und auch der kleine Schalter an der Monitoring-Sektion hat keine Auswirkung auf den Stream-Out. Input-Mix sorgt dagegen einfach dafür, dass sämtliche analog angeschlossenen Eingänge an den Stream-Out gesendet werden. Und das jeweils inklusive Lautstärkeeinstellung und den einzelnen Effekten. Bei der Option Loopback kommt darüber hinaus noch der Sound des digitalen Kanals hinzu. Zu guter Letzt gibt es noch einen besonderen Anschluss, und zwar einen Klinkenanschluss für einen Fußschalter. Schließt ihr so einen an, habt ihr die Wahl, ob ihr damit entweder den Kanal 1 stumm schaltet oder aber ob die Effekte des Kanals aktiviert bzw. deaktiviert werden. Das AG06 ist in seiner Neuauflage sehr ähnlich ausgefallen. Es gibt sämtliche neuen Features, die es auch bereits beim kleineren Modell gibt. Also zum Beispiel der neue Mute-Knopf, der hier bei Kanal 1 und 2 vorhanden ist, die Zusatzausgabe über den AUX-Anschluss und die neuen USB-C-Anschlüsse. Im Vergleich zum kleineren AG03 gibt es hier aber auch noch einen dedizierten Kanal für Instrumente oder ein weiteres Mikrofon, hier einfach Kanal 2 genannt, sowie zwei Stereokanäle für weitere Inputs. Abseits dessen ist so ziemlich alles beim Alten geblieben. Zumindest fast. Denn eine wichtige Neuerung gibt es hier noch, und zwar bei Kanal 2. Denn hier gibt es jetzt ebenfalls Phantomspeisung. Die gab es beim alten Modell nur für Kanal 1. Abgesehen davon nehmen sich die beiden Modelle nichts. Kommen wir damit zur Praxis. Zwar soll hier auch in Bezug auf das Innenleben einiges erneuert worden sein, klanglich konnte ich allerdings erstmal keinen wirklich wahrnehmbaren Unterschied ausmachen. Nach wie vor arbeitet hier drin Yamahas altbekannter Deep Reverb Verstärker, der schon in diversen Yamaha Mischpulten wie auch den Vorgängermodellen einen absolut anständigen Job gemacht hat. Zwar ist die Verstärkung bei einem Shure SM7B wie hier jetzt gerade echt am Limit, bleibt dabei aber absolut rauscharm. Das konnte aber auch schon bereits der Vorgänger. Ebenso gibt es auch hier nach wie vor Aufnahmen mit bis zu 192 kHz bei 24-Bit Tiefe und das mit einem wirklich stabilen ASIO-Treiber, wenn ihr unter Windows unterwegs seid. Außerdem wieder mit dabei ist der integrierte Effektprozessor, den ihr ab jetzt hören könnt. Ohne weiteres sind die Effekte am Mischpult selbst nur ein- und ausschaltbar. Wollt ihr da eingehend Einstellungen vornehmen, benötigt ihr die separate Software. Das ist übrigens die gleiche wie für die alten Modelle, allerdings hat sie über die Jahre mal einen neuen Anstrich und damit auch ein etwas anderes Konzept erhalten. Und da schauen wir jetzt mal rein. Die zugehörige Software ist wirklich schlicht und unterscheidet nicht, ob ihr ein AG03 oder ein AG06 angeschlossen habt. Dabei gibt es zwei verschiedene Einstellungsarten, einmal eine simple Ansicht, die ihr jetzt gerade seht, und eine Detailansicht. Erstere zielt vor allem auf Einsteiger ab und bietet mit ein paar Fragen einfache Einstellungsmöglichkeiten, wobei nicht unbedingt ersichtlich ist, was dabei im Hintergrund passiert. Zunächst könnt ihr euren Stimmbereich festlegen. Habt ihr eher eine Bass-Tenor-Stimme, eher eine Altstimme oder eine Sopranstimme? Die Auswirkungen dabei beschränken sich vornehmlich auf den Equalizer, der im Hintergrund angepasst wird. Wie die Einstellungen genau aussehen, das spielt hierbei dann keine Rolle. Die zweite Einstellungsmöglichkeit beschäftigt sich damit, was ihr für ein Mikrofon angeschlossen habt, also ein Kondensatormikrofon, ein dynamisches Mikrofon, wie ich es jetzt gerade verwende, oder aber ein Headset-Mikrofon. Auch hier werden relativ starke Equalizer-Einstellungen vorgenommen. Letzten Endes ist es aber eher Geschmackssache, was euch dabei gefällt und nicht wirklich davon abhängig, was für ein Mikrofon ihr verwendet. Zu guter Letzt könnt ihr noch unterscheiden, ob ihr eher sprechen möchtet oder aber ob ihr Gesang aufzeichnen möchtet. Dabei aktiviert sich, wie ihr unten sehen könnt, der Reverb und auch die Kompressoreinstellungen werden leicht angepasst. Wenn ihr euch nicht auf solche groben Voreinstellungen verlassen möchtet oder aber lieber selbst Hand anlegen wollt, könnt ihr in die Detailansicht gehen. Hier habt ihr im Prinzip alle Einstellungen nochmal separat im Griff und könnt wirklich jeden Parameter anpassen. Dabei gibt es zunächst für den Kanal 1 einen Kompressor und einen Equalizer. Und bei diesen habt ihr so ziemlich alle gängigen Parameter im Griff. Auf die werde ich jetzt nicht im Detail angehen, dafür gibt es separate Tutorials. Ich persönlich bin aber zum Beispiel eher lieber mit einer Ratio um die 3:1 unterwegs. Interessant ist aber vor allem noch, was beim Equalizer geboten wird. Hier gibt es nämlich insgesamt einen 5-Band-Equalizer, wobei der letzte im Prinzip nur ein Low-Cut-Filter ist. Hier könnt ihr quasi einfach einstellen, ab welcher Frequenz der Bass abgesenkt werden soll, oder das Ganze einfach komplett deaktivieren. Abseits dessen bleiben noch 4 komplett einstellbare Bänder übrig, bei denen jeweils die Frequenzbreite, die betroffene Frequenz und die Verstärkung eurer Anpassung eingestellt werden kann. So sieht zum Beispiel eine grobe Standardvoreinstellung aus, die ich ganz gerne verwende.
Wenn ihr euch da aber eher langsam rantasten wollt, gibt es auch noch verschiedene Presets, durch die ihr euch hier einfach mal durchklicken könnt. Alle mit verschiedenen Einstellungen, mit mehr oder weniger starken Unterschieden. Und abhängig von den verschiedenen Profilen könnt ihr dann natürlich auch noch Anpassungen vornehmen. Darüber hinaus gibt es in der Software noch einen Pan-Regler. Damit könnt ihr das Signal, wenn ihr den Input-Mix aufnehmt, quasi im Raum verteilen, sprich weiter nach links oder nach rechts bewegen. Im Normalfall bleibt das für mich zum Beispiel einfach stumpf in der Mitte. Auch wieder mit dabei ist der Reverb-Effekt. Zum einen könnt ihr hier die Lautstärke einstellen, wie viel Anteil eures Mikrofonsignals an diesen Effekt gesendet werden soll und anschließend, wie viel von diesem Effekt im Main-Mix landen soll. Außerdem lässt sich auch dieser Effekt bis ins Detail anpassen, wieder mit den gängigen Standardparametern, auf die ich nicht im Detail eingehen werde. Außerdem habt ihr auch wieder die Möglichkeit, verschiedene Presets auszuwählen, hier aber insgesamt mit einer deutlich übersichtlicheren Auswahl. Etwas anderes gibt es dann noch in Kanal 2. Zum einen gibt es auch hier einen Kompressor und einen Equalizer, zum anderen, was hier besonders ist, gibt es auch noch eine Amp-Simulation, also eine Verstärkersimulation für eine Gitarre. Wie üblich auch hier wieder mit diversen Standardparametern und mit diversen Voreinstellungen, die ihr wählen könnt. Wie sich das Ganze anhört, das probieren wir jetzt mal kurz aus. Ich nehme mal einfach was damit auf. Und zwar zunächst ohne die Simulation. Nun mit der Clean-Einstellung. Und nun nochmal mit der High-Gain-Einstellung. Wie man hört, taugt das zwar durchaus zum Üben, für vernünftige Aufnahmen würde ich diese Simulation allerdings nicht empfehlen. Kommen wir damit zum Fazit. Nach recht langer Zeit gab es nun also endlich ein Upgrade für zwei wirklich gute Audio-Interfaces. Und im Grunde gibt es eigentlich nur Detailverbesserungen. Das Relevanteste für mich sind dabei wohl die USB-C-Anschlüsse und die Mute-Knöpfe. Trotzdem, aus meiner Sicht kein Grund für ein Upgrade, wenn man bereits ein altes Gerät besitzt. Zudem sind die Neuauflagen auch noch relativ teuer geraten. Rund 180 Euro für das AG03 und 220 für das AG06 in der neuen Ausführung. Die nach wie vor hervorragende alte Generation ist für rund 100 bzw. 130 Euro zu haben. Insofern sind diese immer noch eine Überlegung wert, zumindest solange sie noch erhältlich sind. Denn die Neuerungen rechtfertigen aus meiner Sicht nicht den enormen Aufpreis. Was haltet ihr von den Neuauflagen? Können euch die neuen Features überzeugen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.